Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für all jene, die mir per SMS am Telefon gute Besserung gewünscht haben. Leider war es diesmal kein technischer Defekt meines Defibrillators wie vor 3 Jahren, sondern es hatte schon einen medizinischen Grund, warum der Defi geschockt hat. Aber die Ärzte können jedenfalls bis zur Stunde den Grund dafür nicht finden. Die Untersuchungen gehen weiter. Strich drunter, Hauptsache, ich fühle mich wieder fit und fühle mich gesund und munter und das Leben geht weiter und die Arbeit auch. Und wenn jemand aus Solingen zuguckt, heute Abend 18 Uhr, ich bin da, glücklicherweise ist diesmal Veranstalter einer Kirchengemeinde, man weiß ja nie, wofür es gut ist.